Freunde, herzlich willkommen zu den letzten beiden Päckchen. Heute das vorletzte, Nummer 23, ist Freitag. Ich habe heute meinen erstmal letzten Tag vom Weihnachtsmarkt. Danach sind 2 Tage frei und am 26. muss ich nochmal los für ein paar Tage bis zum 29. Aber nichtsdestotrotz, wir kommen zum Unboxing vom Adventskalender von GetDigital, der dieses Jahr ja so ein bisschen ist. Für mich jedenfalls. Ich bin gespannt, ob wir es wirklich noch schaffen. Päckchen Nummer 23. Mini, klein. Ja, und ich merke schon, es ist ein Pin. Warum packt ihr kurz vor Weihnachten einen Pin da rein? Das ist ein Artikel. Ihr habt am Anfang richtig geile Sachen drin gehabt. Hättet ihr jetzt am ersten einen Pin drin gehauen, wäre es okay gewesen. Aber nach hinten würde ich bessere Artikel packen, die auf Weihnachten zugehen, die Tage. Wir haben hier einen Pin von Harry Potter drin. Am 23. Ja. Also GetDigital, falls ihr die Videos seht, für den nächsten Adventskalender ein kleiner Tipp: nach vorne und in die Mitte billigere Artikel, nach hinten etwas bessere Artikel. Alles, was nach Weihnachten zugeht, das muss jeden Tag eine kleine Steigerung sein. Wir haben angefangen mit richtig geilen Artikeln und gegen Mitte wurde es dann so und dann immer wieder dasselbe, zweimal zwei Tassen, zwei Magnetschilder, wir haben glaube ich 5 oder 6 Mal Harry Potter drin gehabt und ich bin enttäuscht, ich bin wirklich enttäuscht, diesmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß zwar jetzt noch nicht den Gesamtwert, weil den muss ich erst ermitteln. Ihr wisst, das steht ja hier drin. Aber ich krieg so langsam ein bisschen Kopfschmerzen. Ein Päckchen haben wir noch. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen am 24. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Haut drin, habt einen schönen Tag.